Ja, hey, ich bin's nochmal, der Rien vom Ruhr Reggae TV. Ich stehe jetzt hier an der Haltestelle, wo ihr alle mit eurem Campingkram ankommt. Ich freue mich da schon sehr drauf und der Earl auch. Er ist der Vorzeige-Azubi hier von New Concert, die dieses wunderschöne Festival veranstalten. So. Ich habe ihn mir schnell mal gegriffen und ja, Earl, wie läuft's denn bei euch? Ja, geil. Hast du schon sehr gut gemacht. Ich bin sehr begeistert. Ja, Mr. Earl, du bist jetzt hier Azubi-Veranstaltungskaufmann, das ist richtig? Das ist richtig. In welchem Jahr? Jetzt zweites Lehrjahr. Macht's noch Spaß? Ist super geil. War noch nie besser wahrscheinlich, ne? War noch nie besser. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie kamst du auf die Idee, das zu machen? Ja, ich habe halt angefangen als DJ und habe dann auch eigene Partys veranstaltet. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, mache ich mein Hobby einfach zum Beruf. Das ist eine sehr weise Entscheidung. Habe ich genauso gemacht. So muss es sein. Ja, und was ist denn heute noch so dein großes Thema hier? Ja, ich durfte in meiner Ausbildung, also in der Vorzeit vor dem Festival, ein sehr geiles Projekt managen. Und zwar haben wir die schöne Mauer an unserem Campingplatz designt. Und die wird von einem Graffiti-Team, was ich zusammenstellen durfte, besprayt. Ach ja, geil. Das ist die Mauer am Campinggelände. Die kennt ja jeder. Die gucke ich mir auf jeden Fall gerne mal an. Zeigst du mir die mal kurz, oder was? Ja, Mann, let's go. Herrlich. Underneath, do you see yourself when you look at me? I look at you and feel like that is what I've got to be. And so my strategy, stay away from the vanity. Leonine, the promise sheet. Ja, in den letzten Jahren sah das schon anders aus. Jetzt ist es schon grundiert, aber ich frage mich, warum dürft ihr hier einfach jetzt Graffitis hinhauen? Ja, diese schöne Mauer, die ist halt 300 Meter lang und die gehört zum Naturbad. Und wir haben die angefragt und die haben gesagt, ja cool, haben wir Bock drauf, könnt ihr gerne machen. Somit hatten wir auch keinen Stress irgendwie mit der Polizei. Die Mauer ist privat, wir haben dafür ein Konzept erstellt und das Naturbad hat dieses Konzept abgesegnet und hatten da Bock drauf. Ja, und die Jungs haben schon angefangen, oder was? Ja, Mann, die sind fleißig dabei. Ja, komm, dann lass mal zucken. Bei dem kannst du nicht ernst bleiben. Ich laufe. Ja, und die Jungs sind schon am Sprayen? Ja, Mann. Geil, dann zeig mal, wo sind sie denn? Ja, let's go. Yeah, man! This is Prodigy representing for Ruhr Reggae Summer. You know, yes, yes, yes. Wir stehen jetzt hier an der Wand und ich sehe schon, das wird richtig nice. Ich habe den Brillek hier von der Crew, die das machen, und den fragen wir jetzt einfach mal so ein paar Kleinigkeiten. Ja, Brillek, Alter, ja. Erzähl mal, wie seid ihr dazu gekommen, jetzt hier für den Ruhr Reggae Summer dieses Ding hier hinzumalen? Ja, also wir hatten gehört, dass ein Aufruf gestartet wurde sozusagen, und da wir selber aus Dortmund kommen und selber Graffiti machen, dachten wir uns, die Wand ist mega geil, weil wir letztes Jahr hier schon das kleine Bild gemalt hatten. Und ja, dann war das Ding eigentlich schon so gut wie fix. Und dann dachten uns auch, da wir Reggae lieben und wir selber Graffiti sprühen, dass es einfach die perfekte Gelegenheit ist, um irgendwie unsere Träume sozusagen wahr werden zu lassen. Und ja, wie man sieht, haben wir noch einiges vor uns, aber es wird auf jeden Fall sowas von geil. Mega, ich freue mich sehr. Ja, wir auch. Danke. Ja, danke dir, danke euch. We're not bringing music for the charts. Check, check. Your reggae summer bringing music for your heart. Not music for the charts. No, no, oh, oh. With all other things that would have started. The straight eye from my part. Road for victim to them con. Ja, mega geil, auf jeden Fall. Also, wenn das fertig ist, was steht denn da eigentlich? Also das ist Welcome to Ruhr Reggae Festival. Du kennst den Text? Ja, Mann, da wird stehen Welcome to Ruhr Reggae Summer, Love, Peace and Music. Dann werden noch ein paar Zitate von gewissen Artists da stehen, aber ich will nicht zu viel verraten. Sehr gut. Nicht wegnehmen. Sehr gut. Das sehen wir dann ja alles dann, wenn es fertig ist, und ist schon geil, ne? Wenn man also für die Ewigkeit an so Sachen mitarbeiten kann. Das bringt der Beruf einfach mit wahrscheinlich, oder? Ja, Mann, das liebe ich an meinem Job. Veranstaltungen machen ist einfach was für die Seele. Jeder liebt es, jeder liebt Konzerte. Ja, Mann, ich mache jeden Tag was anderes, ist super geil. Absolut. Ja, ich freue mich für dich. Ich bin ein bisschen neidisch. Vielleicht fange ich doch noch bei euch an. Auf jeden Fall entlasse ich dich jetzt mal ins Büro. Muss ja auch noch was schaffen, ne? Alright.